Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir gerade spontan gedacht, warum nicht ein bisschen dynamische Programmierung am Abend? Oder wann auch immer ihr dieses Video schaut, für mich ist es gerade Abend 0007, 007. Und ich habe jetzt sehr häufig gesehen, wenn Leute das Thema dynamische Programmierung einführen, dass sie da irgendwas mit der Fibonacci-Folge machen. Sehr schön, sehr schön. Wir werden uns hier das Pascalsche Dreieck anschauen. Also, wer meine Advent of Code Videos gesehen hat, ich möchte gerne immer irgendwas importiert haben, selbst wenn ich nicht wirklich was zu importieren habe. Alles von der Struktur des Skriptes her für mich gewohnt ist, dass es einen Kopf gibt mit Importen. So, ja, Pascalsche Dreieck. Def-Binom, n wählt k, oder wir im Deutschen sagen n über k. Natürlich immer alles schön mit hier, ne? Typenannotation. So, nimmt ein Int an und gibt ein Int raus. Wer sich noch an das Pascalsche Triangel erinnert, also das Dreieck, es ist ein Dreieck, das n gibt die Zeile vor. Und hier können wir auch schon mal gleich vorweg sagen, also wir müssen im Übrigen annehmen, so, ja, hier, so, assert n ist nicht negativ. So, wenn n gerade 0 ist, return 1. So, dann k gibt in jeder Zeile die Spalten vor. Und das geht los mit k gleich 0, also auch wieder. Wir gehen davon aus, k ist positiv. Wir gehen aber auch davon aus, dass k kleiner gleich n ist. So, das ist dann die letzte Spalte. Und diese beiden Fälle, so, ja, so wenn k 0 ist oder k ist genau die letzte Spalte, return 1. Und jetzt gibt es da diese wunderschöne rekursive Vorschrift. Und zwar gilt, dass das Binom n über k entspricht gleich. Ist immer in dem Dreieck holt man sich aus der Zelle darüber den linken und den rechten Partner. Ja, darüber links, darüber rechts. Das ist in mathematischen Formeln ausgedrückt. Erstmal die Zelle darüber ist n minus 1 und dann halt der drüber links, also der Vorgänger k minus 1 plus Binom auch wieder darüber rechts, also k. Ja, das ist die Identität, die binomische Identität. Ja. Das ist Binom n über k ist gleich seine beiden Vorgänger sozusagen. Und dadurch hat das Ganze einen ähnlichen Charakter wie eben auch die Fibonacci-Folge, dass es hier so Vorgänger gibt. Das ist also dass ich je weiter unten ich im Dreieck da einen Eintrag haben möchte, ich mich rekursiv hoch die Einträge darüber erst zurückrechnen muss. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht. Da können wir jetzt auch schon eine Main-Funktion schreiben mit Pass und dann natürlich auch die typische if name is main-Schalte. Nur zur Erinnerung, Skripte, die importiert werden, also jedes Skript hat den Attribut name, dunder name, um präziser zu sein. Wenn Skripte importiert werden, dann wird der Name auf den Dateinamen gesetzt. Wenn Skripte aber nicht importiert werden, sondern direkt mit dem Python-Interpreter ausgeführt werden, dann bekommen sie nicht ihren Dateinamen, sondern dann bekommen sie den Namen main. Und daher weiß ich, ob ein Python-Skript direkt ausgeführt wurde oder nicht. So, wenn also if name is main ist, dann wird die main-Funktion ausgeführt. Das ist guter Ton, dass man nochmal zusätzlich eine main-Funktion hat. Ich finde es fast ein bisschen überflüssig, aber wie gesagt, es ist guter Ton. Es gibt sogar technische Hintergründe, warum das besser ist. Dann ist das Python-Skript ein bisschen schneller. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Sondern was wollen wir machen? Wir wollen sagen, for n in range, was weiß ich, lass uns mal die ersten 10 Zeilen des Dreiecks einblenden. Und for k in range n plus 1. Weil Range gibt ja immer das offene Intervall zurück. Also alle Zahlen von 0 bis zu dieser Grenze, aber ausschließlich dieser Grenze. Das heißt, wir kriegen 0, 1, 2, 3, n minus 1, n und n plus 1 ist schon nicht mehr dabei. Deswegen müssen wir sagen, wir gehen bis n plus 1. Und sagen einfach mal, wir printen das Binom n wählt k. Jetzt möchten wir aber nicht,
So, jetzt möchten wir aber nicht, dass die Binome, die eigentlich alle auf eine Zeile gehören, jedes Mal mit einem Zeilenumbruch gebrochen werden. Also können wir der Print-Funktion hier übergeben. Das End, Standard wäre das hier, ja, das End ist ein Zeilenumbruch. Jetzt sagen wir, das überschreiben wir aber, sagen kein Zeilenumbruch, nur eine Pause. Und sagen dann, nee, aber wenn die Zeile komplett ist, dann kannst du uns jetzt ein Nichts dahinter printen mit Zeilenumbruch. Ja, dann gehen die neue Zeile. So, dann können wir uns das ja auch schon mal anschauen. Lassen wir mal laufen. No, das geht doch zügig. Was ist, wenn ich jetzt die 50 sage? Was passiert dann? Huiuiui. Ah, jetzt wird langsam. Und im Grunde auch schon 24, also 23, 24 und gleich noch die 25. Na, okay. Also sagen wir mal, wir wollen bis einschließlich 24 gehen, sagen wir 25. Das dauert ja hier offensichtlich schon lang genug. Und das möchten wir jetzt mit dynamischer Programmierung beheben. Wie machen wir das? In Python natürlich mit einem, wie heißt es doch gleich? Mit einem Decorator. So. Also, DevMemorization nimmt eine Funktion an. Genau genommen, weil wir es ja schon wissen, eigentlich, das ist dann die binomische Funktion. So. Wir haben hier intern ein Memory. Und dieses Memory ist Typenannotation, wie E und je. Das bildet ab, so, das ist vom Typ dict tupel int int und nach int. Ach, hier oben übrigens auch. So, das ist ein Callable. Aber das ist schön. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich was zu importieren, was wir wirklich brauchen. Int int, also eine Funktion, die int int annimmt und int zurückgibt. So, ja, mal alles schön Typen annotiert. So. Und jetzt definieren wir uns die gewrappte Funktion. So, wrapped binom. Die dann natürlich auch dieselbe Aufrufsyntax hat. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Oder eine vergleichbare Aufrufsyntax. So, am Ende geben wir die Wrapped-Funktion zurück. Und da kann ich jetzt hier auch schon gleich sagen, wir dekorieren Binom mit der Memorization-Funktion. So, was passiert jetzt in dem Wrapped-Binom? Das Wrapped-Binom soll ja jetzt die Rolle vom Binom ersetzen. Ganz einfach, wir bilden uns das Argumententupel int int aus nwlk. So, und jetzt sagen wir so, wenn das Argument, halt, das ist gar nicht notwendig, so, ja, wenn das Argument nicht im Memory ist, dann ist das Memory vom Arg gleich der Binom-Fun von Arg und ansonsten return memArg. Ja, das war's. So, also dieses Wrapped-Binom, was macht das jetzt? Es soll ja das Binom ersetzen. Es hat die gleiche Aufrufsyntax. Es wird mit nk aufgerufen. Und dann schaut's nach, bildet sich ein Tupel aus nk und dann schaut's nach, ist Wrapped-Binom mit diesem Argument schon mal aufgerufen worden, weil dann liegt im Memory Dictionary das schon drin und zwar gleich mit der richtigen Antwort. Wenn nicht, dann wird das Memory Dictionary um einen neuen Eintrag ergänzt. Und am Ende gibt es uns einfach den Eintrag aus dem Memory zurück. So, und das ist diese Memorization. Diese Memorization dekoriert Binom. Das heißt, Binom kommt hier als Binomfun rein. Wrap-Binom ruft Binomfun auf. Und dann wird Wrap-Binom zurückgegeben. Und dadurch ersetzt es die eigentliche Binom-Funktion. Und im Grunde, wenn mich nicht alles täuscht, können wir das jetzt auch schon laufen lassen. Zack, und da ist auch die 24. Jetzt hat es nicht mehr lange gedauert. Ja, jetzt nochmal hier zum Vergleich ohne den Decorator. Hier krepelt sich ein ab. 22, 23, stopp. Und jetzt natürlich mit der Memorization. Zack, da ist die Antwort. Weil ja immer die 24 rekursiv die Ergebnisse aus der 23 braucht, die ihrerseits rekursiv die Ergebnisse aus der 22 braucht. Das heißt, ohne die Memorization rechne ich alles für die 22 aus, dann will ich die 23 wissen. Dafür wird alles für die 22 neu berechnet, obwohl ich das ja eben schon mal gemacht habe.
Und danach kommt die 24, die ihrerseits die 23, also die Zeile 23 neu berechnet und die ihrerseits die Zeile 22 neu berechnet und immer zurück. Das heißt also, am Ende des Tages ist die, die Zeile 23 ist zweimal berechnet worden, die Zeile 22 ist dreimal berechnet worden, die Zeile 21 ist viermal berechnet worden und so weiter. Durch das Memorization sparen wir uns diese wiederholten Aufrufe, sondern es wird immer in der Memory nachgeguckt. Ach, warte mal, die 23, die hatten wir ja schon mal und dann sind da alle Einträge drin. Eine Sache nur noch, da können wir hier übrigens ein kleines Argument reinschummeln. Sagen wir mal so, getMem ist ein Bool, das da standardmäßig false ist. Und dann sagen wir so, if getMem, return mem. So, das heißt, das Ding hier gibt nicht mehr eine int zurück, sondern eine int oder den, nennen wir das mal den mem-Typen, so, oder memt. Jetzt müssen wir uns hier natürlich vorher so memt Doppelpunkt Type-Alias ist das. Den Type-Alias, den hatte ich schon mal importiert gehabt heute und dann durch Callable ersetzt. So, genau, also es gibt zurück int oder memt. Und das heißt, wir können jetzt hier unten mal reinschauen. So, Binom von 0, 0, true. Ja, das ist übrigens auch, ne? Also Binom hat eigentlich, nimmt ja nur N und K an. Aber meine Entwicklungsumgebung PyCharm weiß, oh, ich habe diesen Decorator Memorization drauf angewandt. Und deswegen, nee, okay, also PyCharm kriegt nicht mit. Also kann nicht aufgrund des Decorators auflösen, was das zusätzliche Parameter ist. Aber PyCharm weiß, dass es einen zusätzlichen Parameter gibt. Wenn ich diesen Decorator ausschalte, dann markiert mir PyCharm nämlich hier das True, weil PyCharm dann weiß, Moment mal, Binom nimmt doch nur zwei Argumente an. Aber durch den Decorator weiß PyCharm, okay, Voodoo-Magie geht hier vor. Möglicherweise geht das gut. Aber es ist ja hier trotzdem nicht doof. Geht das? Das geht auch. Ja. Achso, das ist natürlich auch optional. Hier einfach mal so, genau, hier einfach auch vorsichtshalber ist ja hier auch optional bool. So, dann brauchen wir hier uns auch noch was optional reinholen. So, damit das Binom auch ohne den Decorator funktioniert und einfach diesen Parameter ignoriert. So, mit der Memorization gucken wir uns mal rein. Hier oben ist das Pascalsche Dreieck. Und hier unten ist jetzt die Memory. Und jetzt sieht man immer, 0, 0 ist 1, 1, 0 ist 1, 1, 1 ist 1, 2, 0 ist 1, 2, 1 ist 2, 2, 2 ist 1 und so weiter. Ich scrolle hier bei dem Pascalschen Dreieck hoch. Was fällt auf? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Das Dreieck ist symmetrisch. Das heißt, die Memory ist ungefähr doppelt so groß, wie sie eigentlich sein müsste, weil da doppelte Einträge drin sind, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, als einen letzten Tweak können wir hier reingehen und sagen, wrapped Binom, noch bevor das Argumententupel gebildet wird, und es gilt noch eine weitere Identität unter dem Binom, es gilt ja, dass das Binom n wählt k, ja, also das Binom n wählt k ist gleich das Binom n wählt n minus k. Und aufgrund dieser Identität können wir sagen, k ist einfach immer das Minimum aus sich selbst oder n minus k. Dadurch stellen wir immer sicher, dass hier in dem Dreieck, ich habe immer gesagt, jede Zeile steht für ein n, jede Spalte steht für ein k. Es gibt also die kleinen k's unterhalb der Hälfte und es gibt die großen k's oberhalb der Hälfte. Und durch diesen Minimumvergleich stellen wir sicher, selbst wenn wir hier k eigentlich rechts abfragen, dass aber stattdessen das k links berechnet wird, weil es aus symmetrischen Gründen ja eh dasselbe Ergebnis zurückwirft. Dadurch wird hier beim Abprüfen in der Memory, werden dann eben nur noch die linksseitigen Ergebnisse des Dreiecks abgespeichert. Führen wir das nochmal aus und jetzt sehen wir hier 0, 0 ist 1, 1, 0 ist 1. Und die 1, 1, die steht gar nicht mehr hier drin. 2, 0 ist 1, 2, 1 ist 2, die 2, 2 steht gar nicht mehr hier drin. 3, 0 ist 1, 3, 1 ist 3. Die 3,2 und die 3,3 stehen gar nicht mehr drin und so weiter. Das heißt, wir kriegen jetzt immer noch dasselbe Dreieck, aber wir speichern nur noch halb so viele Informationen.
Ja, an der Stelle würde ich das Video hier abbrechen oder beenden. Das ist dynamische Programmierung am Beispiel des Pascalschen Dreiecks und des Binomialkoeffizienten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und verabschiede mich damit. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert, liked, lasst gerne Kommentare da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!